Sei Jäger, nicht Sammler. Sei Verbraucher, nicht Konsument. So sparst du Geld, Zeit und Raum. Hallo von minimalismus.ch, wo ich dir wöchentliche Inspiration und Denkanstöße zum Leben ohne Ballast gebe und Schritt für Schritt Anleitungen zum Minimalisieren in allen Lebensbereichen. In der Beschreibung findest du nützliche Links. Heute 5 Minimalismus-Kauftipps für mehr Raum, Zeit und Geld. Bleib dran! Das Ausmisten oder die Entrümpelung kann einem ganz schön die Augen öffnen. Beim Minimalismus-Ausmisten gibt es nur zwei Kategorien, die am Ende übrig bleiben. Geliebt oder häufig in Verwendung. Wenn du alle deine Gegenstände beim Ausmisten durchgehst, bemerkst du in der Regel wiederkehrende Muster, die dir, wenn du die folgenden 5 Tipps vorher gewusst hättest, eine Menge Geld und Zeit gespart hätten. Diese 5 Tipps gehst du am besten gedanklich vor dem eigentlichen Kauf durch. Wenn du dies gewissenhaft tust, ist die Chance hoch, dass du eben Raum, Zeit und Geld sparst. Punkt 1. Vermeintliche Schnäppchen. Du weißt schon, diese magischen Dinger, meistens in der Nähe von der Kasse, die fast nichts kosten und man sagt sich schnell, das kann ich sicher brauchen, kostet ja eh fast nichts. Kaufe ich. Diese Artikel sind oft niedlich oder scheinbar äußerst praktisch und man kann den Preis definitiv nicht schlagen. Daher ist es auch leicht zu rechtfertigen, dass man 1 oder 2 oder 10 solcher Artikel in den Einkaufswagen wirft, bevor man zum normalen Einkaufen übergeht. Spätestens beim Entrümpeln merkt man, dass die meisten solcher Käufe doch nicht so toll sind, wie ursprünglich angenommen oder erhofft. Schnell werden sie zu Unordnung, zu Ballast, bleiben unbenutzt, stehen herum, nehmen Platz weg und rauben deine Energie und Zeit fürs Ausmisten. Ich sage nicht, dass alle kleinen billigen Käufe schlecht sind. Sicher gibt es auch einige Schnäppchen, die du am Ende tatsächlich behältst und brauchst. Mein automatischer Spinnenfänger lässt grüßen. Überlege dir in Zukunft einfach gut, ob das Schnäppchen tatsächlich langfristigen Mehrwert bringt. Lasse dich grundsätzlich nicht auf Ungeplantes ein. Kaufe bewusst und wählerisch ein. Sei Jäger, nicht Sammler. Sei Verbraucher, nicht Konsument. So sparst du Geld, Zeit und Raum. Punkt 2. Parkplatz definiert. Anstatt etwas zu kaufen mit den Worten «Oh, das ist süß», versuche es einmal mit «Wo werde ich das Ding platzieren?» Bin ich bereit, ein Stück Raum und somit einen Parkplatz zu vergeben? Wenn du zum Zeitpunkt des Kaufs keinen bestimmten Platz für das Ding im Kopf hast, ist die Chance hoch, dass es später einfach irgendwo herumliegt und mit der Zeit sogar vergessen werden kann. Versuche also in Zukunft schon im Laden den optimalen Parkplatz zu Hause in Gedanken für den geplanten Kauf zu eruieren. Als Minimalist ist dir dein Freiraum, das Bewahren der Leichtigkeit, Klarheit und Übersicht in deinem Zuhause heilig. Wenn du also im Laden keinen sinnvollen Parkplatz gedanklich erfassen kannst, dann lass es besser mit dem Kauf. Punkt 3. Tiefere Beziehung. Wenn du weniger Sachen hast, benutzt du sie öfters, weil du im Kopf genau weißt, was du hast. So entwickelt sich eine tiefe Bindung zu deinen Sachen, sie werden zu Lieblingssachen. Es ist immer ein befreiendes Gefühl, immer das sofort zur Hand zu haben, was du im Moment gerade brauchst und es nach Gebrauch sofort zurücklegen. Ohio-Gesetz. So musst du nie aufräumen, nie suchen und hast einen tieferen Bezug zu deinen Sachen, als wenn du zu viel davon hast und irgendwann gedanklich nicht mehr alles verwalten kannst. Wenn du genau weißt, welche Dinge du zur Verfügung hast, sparst du auch Geld, weil du am Ende nicht Duplikate von etwas kaufst, das du womöglich nicht finden kannst oder nicht mehr weißt, dass du es hast. Punkt 4. Wahre Kosten. Fokussiere dich nicht nur auf den Preis im Laden, den du vor dir siehst. Das ist nämlich nur der halbe Preis. Vergiss nicht die Zeit für das Auspacken und die Entsorgung des Verpackungsmaterials, die Zeit für die Vergabe des Aufbewahrungsortes, also den Parkplatz, die Zeit, um die Anleitung durchzulesen und das Ganze zu testen oder herauszufinden, wie es funktioniert. Die Zeit fürs Hervorholen und Zurücklegen, die Zeit für die Reinigung, Wartung und Pflege.
Wenn du diesen ganzen Zeit- und Energieaufwand ausrechnest, rechtfertigt es am Ende womöglich nicht mehr die paar Sekunden Glücksgefühl beim Kauf. Punkt 5. Gefahrenzone vermeiden. Warum in die Gefahrenzone begeben, wenn du sie vermeiden kannst? Unwissenheit ist ein Segen. Also was du nicht weißt, mach dich nicht heiß. Setze im Minimalismus grundsätzlich auf eine Einkaufsliste und gehe nur dann einkaufen, wenn es nötig ist, du eben Nachschub brauchst, und lauf gezielt zu den Dingen, die auf deiner Einkaufsliste stehen. Wenn du von dir schon weißt, dass du bei Gutscheinen, Bons zum halben Preis und Sonderangeboten schwach wirst, dann schütze dich und begebe dich gar nicht erst in die Gefahrenzone. Das gilt auch für Gratiszeitungen, denn genau dort sind diese Dinge eben drin und somit ist es dann eben doch nicht gratis. Wenn du von dir weißt, dass du bei kleinen und süßen Sachen schwach wirst, dann geh erst gar nicht zum Flohmarkt. Wenn du ein künstlerisches Hobby hast, überlege dir gut, ob du wirklich so viele Fachzeitschriften, wenn überhaupt, abonnieren willst. Weil dort gibt es immer Dinge, die dir scheinbar noch fehlen und die Palette noch ergänzen könnten. Nimm es in Kauf, etwas zu verpassen. Sieh es nicht als Verpassen an, sondern als Wahrung deiner Freiheit. Das waren 5 Tipps für bewussteres Einkaufen, in der Beschreibung kurz zusammengefasst. Fokussiere dich im Minimalismus auf deine inneren Werte, auf dein sinnvolles Tun. Wenn du dort Erfüllung findest, hältst du die Euphoriekurve automatisch auf einem konstanten Level und brauchst keine unnötigen physischen Dinge, Schnäppchen und ungeplanten Einkäufe. Sie werden dann automatisch unattraktiv und du beachtest sie mit der Zeit kaum noch.